Einen schönen guten Abend aus Pankow, aus dem Zentrum für historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Ich heiße Iwona Dadej und bin Moderatorin des heutigen Abends. Das ist das vierte Klaus-Czernak-Kolloquium in diesem Jahre, in dieser Reihe. Das Thema, das Oberthema des Kolloquiums ist Geschichte als Schlachtfeld mit Fragezeichen. Frauen- und Geschlechtergeschichte der letzten 50 Jahre in Europa, Entwicklungen, Erfahrungen und Vergleiche. In den letzten Sitzungen haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was brachten die letzten 50 Jahre für die akademische Forschung sowie für die Sichtbarkeit von historischen Frauengestalten im öffentlichen Raum. In den Veranstaltungen von Klaus-Czernak-Kolloquien wollen wir dieses Jahr gemeinsam über Institutionalisierungsangebote der Frauen- und Geschlechterforschung sprechen, über theoretische und empirische Debatten zu gravierenden Fragen der Historie sowie über mehrdimensionalen Verknüpfungen bisher unverbundener Bereichen der historischen Forschung. Das Thema des Kolloquiums steht ganz im Zeichen des wissenschaftlichen Erbes des Namensgeber der Reihe, Klaus-Czernak. Das ermöglicht uns einfach die Darstellung der europäischen historischen Frauen- und Geschlechterforschung in der Perspektive der Beziehungsgeschichte, Verflechtungsgeschichte, mit dem Blick, so wie Klaus-Czernak, gen Osteuropa, Mittelosteuropa. Das heutige Thema ist jüdisch-polnisch-deutsche Geschichte in Geschlechterperspektive als Geschlechtergeschichte, die Jewish Study in den letzten Dekaden haben sich gut etabliert. Und die Geschichte der deutschen und der polnischen Juden lässt sich heute nicht mehr schreiben, ohne die unterschiedlichen Lebensverhältnisse von Frauen und Männern in den Blick zu nehmen. So die Kanonenautorinnen Stefanie Schüller-Spingorum und Kirsten Heinsen, die ich einfach hier zitiere aus dem Buch Jüdische Geschichte als Geschlechtergeschichte. Was sind also die Erträge der etablierten Jewish Studies, der starken Forschung zu jüdischer Geschichte, Hüben und Drüben für die Geschlechtergeschichte? Die Fragen möchte ich an unsere beiden Rednerinnen, Referentinnen stellen. Und bevor ich sie vorstelle, möchte ich noch ganz kurz zu dem heutigen Verlauf des Abends sprechen. Wie gesagt, zuerst werden unsere zwei Gäste ihre Reflexion aus eigener Forschung, ihre Diagnose und Prognosen für dieses Forschungsfeld kurz darbieten. Dann ist auch meine Kollegin aus dem Kulturforum in Potsdam, Ariane Afsari, dran und stellt kurz eine konkrete biografische, macht eine biografisch-literarische Darbietung zu unserem Thema. Und dann sind Sie auch eingeladen, mit uns zu diskutieren. Bitte denken Sie dran, in dem Kasten Fragen und Antworten Ihre Fragen, Kommentare einzugeben. Ich gehe zu der ersten Referentin unseres Abends, Dr. Katrin Stoll. Sie ist Historikerin, affiliiert im Rekertos-Kolleg in Jena und eine glühende Wahl-Warschauerin. Das wissen wir schon seit Jahren. Katrin Stoll ist Autorin der Monographie Die Herstellung der Wahrheit, Strafverfahren gegen ehemalige Angehörige der Sicherheitspolizei für den Bezirk Białystok. Das war ihre Dissertationsarbeit. Die ist Mitherausgeberin von zahlreichen Publikationen, die ich hier nicht zitieren möchte. Aber ihre Schwerpunkte umfassen vor allem Holocaust-Geschichte, Historiografie des Holocaust, Post-Holocaust-Spaces, auch Täterforschung, aber auch Antisemitismusforschung und auch Geschichtspolitiken in Polen. Katrin Stoll versucht in kurzer ihre Reflexion zu dem heutigen Thema uns darzustellen. Liebe Katrin, vielen Dank, dass du mit uns bist. Und ich übergebe jetzt das Wort nach Jena.
Vielen Dank, Ivona, für die Einladung und für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich sehr, heute zu Ihnen sprechen zu können und mit Ihnen diskutieren zu können. Ich spreche im Folgenden aus der Perspektive einer Forscherin, die empirische Holocaust-Forschung macht und sich für Fragen der Historiografiegeschichte interessiert. Der Titel unserer Veranstaltung Jüdisch-Polnisch-Deutsche Geschichte, Geschichten in der Geschlechterperspektive, Historia einer engen Verflechtung impliziert, die jüdische, polnische und deutsche Geschichte sei miteinander verbunden. Diese Verbundenheit oder Verwobenheit oder eben enge Verflechtung, wie der Untertitel angibt, scheint auf den ersten Blick offensichtlich, insbesondere wenn wir an mein Forschungsfeld denken, nämlich an die deutsche Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg. Und uns die Konstellation vergegenwärtigen, in der sich die genozidale Gewalt der deutschen Besatzer gegen jüdische Männer, Frauen und Kinder aus ganz Europa abspielte. Die Kulturkritikerin Elżbieta Janicka spricht in Bezug auf die Shoah und Polen von einer, Zitat, gemeinsamen polnisch-jüdischen Geschichte, die trennt, Zitat Ende. Wenn wir diesen Gedanken ergänzen, können wir sagen, bei der jüdisch-polnisch-deutschen Geschichte handelt es sich um eine gemeinsame Geschichte, die trennt. Täter, Opfer und nicht-jüdische Mehrheits- und Umgebungsgesellschaft oder Gesellschaften sind aufgrund der negativen Radikalität antisemitischer Gewalt und der Tatsache, dass die Nationalsozialisten das deutsch besetzte Polen, was sie Generalgouverneur nannten, und die ins Reich, Deutsche Reich eingegliederten polnischen Gebiete zum geografischen Zentrum des Massenmordes an den europäischen Juden und Jüdinnen im Zweiten Weltkrieg machten, voneinander getrennt und, so wie ich meine, wohl für immer. Die israelische Historikerin Shulamit Volkov konstatierte kürzlich, Zitat, die deutsche und die jüdische Geschichte seien in unmittelbaren Nachkriegsjahren tatsächlich lange auf getrennten Pfaden erzählt worden. Das gilt auch für das Dreieck aus jüdischer, polnischer und deutscher Geschichte. Interessant ist dabei, dass die Geschichte Polens in der Regel, und das ist ja auch kein Geheimnis, als Nationalgeschichte erzählt wird. Ein Beispiel, eine von Karta herausgegebene Quellensammlung zum September 1939 beginnt wie folgt mit diesem Satz: Wrzesień to najgorszy miesiąc w historii Polski. Zitat Ende. Der September ist der schlimmste Monat in der Geschichte Polens. Dieser Satz privilegiert die Perspektive des polnischen Nationalstaates auf Kosten der konkreten Erfahrungen der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Allgemeinen und der jüdischen Minderheit in Polen im Besonderen. Die negative Radikalität der partikularen Erfahrung einer Gruppe, nämlich der jüdischen Bevölkerung Polens, die in der Zweiten Republik bekanntlich 10% an der Gesamtbevölkerung stellte, wird in diesem zitierten Satz unterschlagen, beziehungsweise sie ist sprachlich nicht repräsentiert. Für die polnischen Juden und Jüdinnen war der September 1939 definitiv nicht der schlimmste Monat in der Geschichte Polens, denn die systematische Ermordung aller von den Deutschen als Juden kategorisierten Menschen in den NS-Vernichtungslagern in Chełmno, Belzec, Sobibor, Treblinka sowie in Auschwitz und Majdanek hatte noch gar nicht begonnen. Es bedarf, und Sie sehen hier schon, wie ich arbeite, also Rekonstruktion und dann Dekonstruktion. Es bedarf einer Wahrnehmungsveränderung, damit die polnischen Juden und Jüdinnen als Teil der polnischen Geschichte bzw. als Teil der Geschichte Polens gelten. Voraussetzung dafür ist die antisemitische Wahrnehmung von Juden als Problem in Anführungszeichen oder als polnisches Problem oder als europäisches Problem oder als deutsches Problem zu durchbrechen. Der Historiker Jan Gross, der für eine integrierte Geschichte Polens eintrat und eintritt, formulierte das 2016 wie folgt. Und zwar in einem Aufsatz unter dem Titel Jews as a Polish Program and Why Not as Part of Polish History. Der Aufsatz erschien in diesem Band, herausgegeben von Irena Grudzińska-Gross und Iwa Nawrocki. Ich zitiere Jan Gross. What does it do to people when whole swaths of society, particularly in small towns and villages, where all knew each other intimately, grow up and live their lives among murderers.
Generations born after the war must now ask themselves how to shake off the nightmare of anti-Semitic legacy. Zitat Ende. Diese Frage ist für die deutsche Tätergesellschaft, die ja bekanntlich mit den Mördern weitergelebt hat, sind ungefähr nur 7000 Täter verurteilt worden in der Geschichte der Bundesrepublik. Diese Frage ist bisher meines Wissens für die deutsche Gesellschaft so noch nicht gestellt worden. Es ist auch nicht gefragt worden, was es für die wenigen Überlebenden im Land der Täter, also Deutschland oder im geografischen Zentrum des Mordes an den europäischen Juden, namentlich Polen, bedeutete nach der Shoah, dort weiterzuleben. Was muss es für Philipp Müller, der den Zwangsdienst im Sonderkommando Auschwitz-Birkenau überlebte, bedeutet haben, 1971 auf einer Autobahnraststätte in der Bundesrepublik seinen ehemaligen Krematoriumsleiter zu sehen und Mitte der 70er Jahre im Kurpark von Bad Pyrmont den ehemaligen Chef der Krematorien Auschwitz-Birkenau, Peter Voss, wieder zu treffen. Die beiden Massenmörder lebten wie so viele andere in Freiheit und wurden vom deutschen Staat, dem Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, für ihre Taten strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen. Angesichts der Tatsache, dass die Verfolgung der polnischen Juden und Jüdinnen ein wesentlicher Teil des nationalsozialistischen Projekts war, alle europäischen Juden und Jüdinnen im deutschen Einflussgebiet unterschiedslos zu ermorden, ist die jüdische Geschichte zugleich ein Teil der Geschichte Deutschlands, Polens und eben Europas. Die erste Generation der jüdischen Historiker und Historikerinnen aus Polen, die nach der Befreiung von der deutschen Besatzung damit begann, die Ereignisse in situ zu dokumentieren und zu beschreiben, war sich dessen bewusst. So beschrieb der 1901 in Lviv, Lemberg geborene Historiker und Shoah-Überlebende Philipp Friedmann, zugleich Direktor der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission, 1949 in einem Aufsatz unter dem Titel European Jewish Research on the Recent Jewish Catastrophe zur internationalen Dimension der Shoah, ich zitiere, "The impact of the tragedy, moreover, was widespread in extent. Unlike earlier catastrophes in Jewish history, which for the most part were confined to one country, the Nazi Holocaust spread over continental Europe. The international character of the Holocaust is of tremendous importance in the scientific study of the events. Our historiography has always been faced with problems much bigger than the history of any nation. Instead of covering just one national territory, we have to cover whole continents and dozens of countries with heterogeneous political, economic, and social backgrounds and particular problems. The Jewish historiography of the Holocaust has an even more complex basis. Vast quantities of sources scattered over dozens of countries in various languages have been and are being compiled by as many governmental, municipal, communal, international, and private institutions with diverse ideological and political approaches, with different goals and objectives." End of quote. Was Friedmann hier für die Akteure, die Quellen produzierten und hinterließen, konstatiert, gilt auch für die Historiker und Historikerinnen, die das Ereignis auf der Grundlage dieser Quellen rekonstruieren. Sie schreiben von einem bestimmten Standpunkt aus und blicken aus einer bestimmten Perspektive auf die Vergangenheit. Den ersten Historikern und Historikerinnen, die zur jüdischen Gemeinschaft gehörten und gehören und die Shoah überlebt hatten, ging es in ihrer Geschichtsschreibung immer auch darum, die Grundlage dafür zu legen, dass die Täter, die alles daran gesetzt hatten, die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen, strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen oder dazu zu erwirken, dass das geschehen konnte. Das Projekt einer partikularen jüdischen Geschichtsschreibung der Shoah war einer dokumentarischen Wahrheitsproduktion verpflichtet, in der die Forschung zugleich eine Form der Erinnerung oder ein Schriftdenkmal war. Und das war jetzt der Rahmen. Und jetzt komme ich zu unserem Thema, und zwar der Geschlechterperspektive. Es stellen sich für mich folgende Fragen, und ich sehe es auch als Aufgabe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an, Fragen zu stellen, nicht immer die Antworten zu haben, aber Fragen zu formulieren, die uns zum Denken anregen und vielleicht einen Perspektivwechsel ermöglichen. Also hier meine Fragen. Wie kann das zentrale Ereignis der jüdisch-polnisch-deutschen Geschichte, nämlich die Shoah, also das zentrale Ereignis im 20. Jahrhundert, im europäischen Kontext aus einer Geschlechterperspektive erzählt werden? Wie unterschieden sich die Erfahrungen jüdischer Frauen und Männer in der Shoah? Wie schrieben jüdische Frauen und Männer über das, was ihnen widerfuhr
Und welche Stimmen fanden Gehör und welche fanden kein Gehör? Die zweite Frage wurde Anfang der 80er Jahre von der feministischen Philosophin und Historiker Joan Ringelheim, geboren 1939 in Brooklyn, in eine Familie mit polnisch-jüdischen Wurzeln aufgeworfen. Und Elisa Mailänder hat kürzlich in einem Aufsatz unter dem Titel von Geschichten, die wir nicht hören wollen, in Essforschung jenseits von Binarität, an Joan Ringelheim und ihre wegweisenden Arbeiten erinnert. Sie verweist darauf, dass ihre Aufsätze in einer männlich dominierten Holocaust-Forschung in den Hintergrund gerieten seien. Ringelheim habe, so Mailänder, zentrale heuristische Denkanstöße geliefert, zum Beispiel für folgende Fragen oder für Fragen wie diese, die eben dann jetzt Mailänder formuliert. Was bedeutete es im NS-Staat oder in den besetzten Gebieten, eine heterosexuelle oder lesbische Frau, ein heteronormativer oder schwuler Mann oder aber ein Kind zu sein? Wie reagierten Individuen und ihre Körper auf Einsperrung, Verfolgung, Gewalt und Ermordung? Wie erlebten die historischen Akteure und Akteurinnen konkret Flucht, Widerstand und Versteck? Und was machen Diktatur, Folgung und Besatzung eigentlich mit den Menschen? Sie verweist dann in ihrem Aufsatz auf einen Text von Marion Kaplan, geschrieben 2019 oder veröffentlicht 2019 unter dem Titel Did Gender Matter During the Holocaust? Und Kaplan argumentiert, dass es eine Form von Gendered Persecution gab und dass Gender made a difference in matters of life and death. Also interessant ist, dass diese Fragen zum ersten Mal in den 80er Jahren aufgeworfen worden sind und dass es sehr lange dauert, bis sie praktisch von der empirischen Holocaust-Forschung aufgegriffen worden sind, zum Beispiel mit der Frage, nicht nur mit der Frage nach der Erfahrung in Ghettos und Lagern, zum Beispiel auch mit der Erfahrung, mit der Frage, wie waren die Überlebenschancen? Ja, also wenn wir auf die NS-Vernichtungslager der sogenannten Aktion Reinhard gucken, dann waren die wenigen, die die Nazis ausgewählt hatten als Arbeitssklaven aus den Transporten, das waren alles Männer, während Frauen sofort ausschließlich ermordet wurden. Also das sind so Fragen, die relativ spät erst gekommen sind und ich glaube, so eine Geschichte des Holocaust aus der Gender-Perspektive muss noch geschrieben werden, würde ich jetzt erstmal so in den Raum stellen, ohne jetzt alle Arbeiten dazu zu kennen. Und sehe schon, dass ich jetzt zu lange gesprochen habe und würde jetzt auch hier einen Punkt setzen und vorschlagen, dass wir die von mir aufgeworfenen Fragen in der Diskussion diskutieren können. Vielen Dank. Besten Dank, Katrin, für deine Darstellung und für deine Reflexion. Du als Holocaust-Forscherin, die seit Dekaden sich da mit dem Thema beschäftigt. Das, was du auch in dem kurzen und sehr präzisen Darstellung kurz angesprochen hast, ist einfach diese Fragen stellen. Unsere Seminare, die nicht irgendwie Wahrheiten oder fertige Antworten zu liefern, sondern eben die Fragen in den Raum zu stellen, auch einfachen Fragen oder aber, was wir auch vergessen, zu sagen, dass wir auch manchmal die Antworten nicht kennen. Nie wiem, prosto nie wiem, ich weiß es nicht. Das ist ja auch ein wichtiger Begleitmotiv von Arbeit von einer Historikerin, die sich auch mit Geschlechtergeschichte beschäftigt. Du hast einfach mehrere Themen so angesprochen und ich denke mal, so kompatibel, wie du das dargestellt hast, vielleicht gibt es Chance, da später in der Diskussion die Themen, die aufgegriffenen Themen und Thesen kurz zu besprechen oder auch nicht. Von der
recht dramatischen und traumatischen und einfach gruseligen Zeiten des Holocaust möchte ich einen Schritt nochmal in die Historie anbieten, dass wir uns jetzt der Geschichte um 1900 beschäftigen. Unser Gast, Dr. Angelique Leszczawski-Schwerk aus Dresden, wird uns über jüdisch-polnische und deutsche Geschichte in Geschlechterperspektive um 1900 kurz referieren und auch ihre Reflexion und Prognosen für die Entwicklung der Jewish-Study, aber auch historischen Frauenforschung darstellen. Angelique Leszczawski-Schwerk ist Autorin von der Monographie unter dem Titel Die umkämpfte Tore zur Gleichberechtigung, Frauenbewegungen in Galizien bis 1918. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem Geschichte der Mittelosteuropa, jüdische Geschichte, jiddische, auch Geschichte natürlich der Frauenbewegung, Militärgeschichte und vieles andere. Wie Sie gerade sehen, wir kommen für Zehner Kolloquium zwei vorzügliche Expertinnen auf dem Gebiet einladen. Liebe Angelique, herzlichen Dank für deine Anwesenheit bei uns. Ich gebe das Wort jetzt nach Dresden. Ja, danke schön, liebe Yvonna. Ich danke für die Einladung, auch für deine schönen einleitenden Worte. Ich habe gerade festgestellt, Katrin hat hier einen super Vortrag vorgelegt und war auch gut im Zeitraum. Ich habe gerade festgestellt, ich werde meinen Vortrag ein bisschen kürzen müssen und ich glaube, ich habe auch ein bisschen einen anderen Zugang gewählt, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich sozusagen auch erstmal so einen Stand der historischen Forschung biete, um dann eher zu meinen Forschungen zu gelangen, um dort sozusagen auch Forschungen, die im Raum stehen, anhand meiner Arbeit zu präsentieren, aber auch quasi Perspektiven zu eröffnen, die für die Jewish Studies wertvoll sind, aber vielleicht auch für die generelle Frauenbewegungsgeschichte. Ich muss gestehen, dass ich vertiefend auf meine Forschungen gar nicht so eingehen werde. Ich will eigentlich eher den Weg wählen, dass ich tatsächlich mit einer Art Overview historischer Forschungen starte, die, denke ich, vielleicht für den einen oder anderen auch ganz interessant sind. Den Weg habe ich gewählt, auch weil wir natürlich deutsch-jüdische Geschichte betrachten wollen. Das ist, kommt bei mir vielleicht ein bisschen außen vor, aber ich würde versuchen, dann am Ende nochmal auch da die Brücke zu spannen. Ich habe mich tatsächlich in erster Linie auf polnisch-jüdische Geschichte aus Geschlechterperspektive konzentriert. Ja, vielleicht will ich als erstes damit beginnen, einen Blick auf Polen zu richten. Und ich würde einleitend gerne das Zitat von Joanna Degler-Lisek dafür benutzen, eine Wegbereiterin in den Jiddisch Studies in Polen, die konstatiert, ich zitiere, ohne die jüdische Perspektive kann jedes Verständnis der polnischen Vergangenheit nur partiell und unzureichend sein. Zitat Ende. Möchte ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Möchte Sie mitnehmen in die 1990er Jahre in Polen. Warum ist das so wichtig? Klar, weil zu dieser Zeit sozusagen der Fokus ausschließlich, und das hatte auch Katrin Stoll kurz angedeutet, natürlich die Nationalgeschichte, aber auch polnische Geschichte vor allen Dingen im Fokus stand und tatsächlich Geschlecht als Kategorie nicht existierte. Generell ist auch, das hat Katrin auch schon angedeutet in ihrem Vortrag, seitdem ist auch der Fokus generell so, dass polnisch-jüdische Geschichte sehr stark auf Argumente für Inklusion fokussiert. Also das Argument ist bis heute beständig, also jüdische Geschichte tatsächlich auch als Teil der polnischen Geschichte wahrzunehmen. Also es gibt ja eine Kontinuität, die bis heute auch den Diskurs bestimmt. Schauen wir uns, das ist sozusagen auch bloß ein Spotlight, aber das möchte ich sozusagen auch mit in die Diskussion aufnehmen. Ein Beispiel für Polen sind zum Beispiel auch die, ich habe es bereits mit einer Vertreterin genannt, die jiddisch-feministischen Forschungen, die Anfang der 2000er Jahre sehr, sehr wichtig sind. Also die 2000er Jahre, die sozusagen auch viele Publikationen hervorbringen, die bedeutsam sind für Polen. Hier möchte ich nur Bożena Umińskas Werk nennen über jüdische Frauenporträts in der polnischen Literatur, aber auch natürlich, weil ich sie auch schon genannt habe, die vielen Publikationen von Joanna Lisek bzw. Degler. Ja, sie hat natürlich einen ganz wichtigen Beitrag zur Synthese der polnisch-jiddischen und Frauenliteratur geleistet. Und hier sei auch nur stellvertretend eines ihrer Werke herausgegriffen, Feminist Discourse in Women's Yiddish Press in Poland. Ein Artikel, der auch in der Pardes
Zeitschrift 2010 in Deutschland erschienen ist. Worauf will ich hinaus? Es ist natürlich auch wichtig, den Blick in Richtung nicht nur nach Polen zu richten in dieser Zeit, sondern auch in die USA. Auch hier entstehen verschiedene Forschungen. Die Richtungsweisen sind auch richtungsweisend insofern, als dass sie meine Forschungsarbeit beeinflusst haben. Auch hier hat Katrin Stoll schon einen Namen genannt, Marion Kappler und Paula Heimann, ganz bedeutend, die natürlich die individuellen Geschichten von Frauen präsentieren und Fragen der Assimilation und andere reflektieren. Auch hier nur ein kurzer Spotlight sozusagen mit den Publikationen. Auch die Memoiren von Pua Rakowski sind hier zu nennen, die Heimann sozusagen veröffentlicht und in Zusammenarbeit mit Antoni Polonski und Jean Fries entsteht natürlich auch ein Polin-Band, der sozusagen wichtige Aufsätze über jüdische Frauen in Osteuropa enthält. Ja, einen wichtigen oder möchte ich auch unbedingt nennen, weil er so meine Forschung auch wirklich beeinflusst hat, ist ein Aufsatz von Gershon Belkin, The Missing 52% Research on Jewish Women in Interwar Poland and its Implication for Holocaust. Hier stellt Belkin eben fest, dass die weibliche Mehrheit der polnischen Judenheit wenig Aufmerksamkeit erlangt hat und das ist sozusagen Ende der 90er Jahre, wie er dieses Fazit sozusagen zieht. Und für mich auch inspirierend die Anregungen, die Belkin natürlich gibt. Und ich finde, das sind Fragen, die auch bis heute noch aktuell sind. Er fragt danach, inwiefern eben auch das Geschlecht zum Beispiel eine Rolle für das wirtschaftliche Leben in der Zwischenkriegszeit spielt und auch wie sozusagen politisches Bewusstsein bei Männern, also bei jüdischen Frauen und Männern entsteht beziehungsweise sich abbildet. Das sind Fragen, die mich sozusagen auch während meiner Forschungen begleitet haben. Ich werde auch gleich diese vorstellen. Aber zunächst möchte ich auch noch mal einen Blick nach Deutschland richten, weil es insofern auch wichtig ist, weil auch hier bahnbrechende Publikationen in den 2000er Jahren entstanden sind. Und hier greife ich auch Katrin Steffen heraus, ihr Buch Jüdische Polonität, was wirklich sehr, sehr essentiell ist, 2004 über das Dubnow-Institut herausgegeben, 2004 erschienen und ein ja, wegweisendes Buch. Warum? Auch weil ein kleines Kapitelchen über die Verflechtungsgeschichte von Feminismus und Zionismus dargelegt wird und das konkret anhand einer Quelle, die Frauenzeitschrift Eva, die in Warschau in der Zwischenkriegszeit herausgegeben wurde. Und Steffen kommt ja zu dem Fazit, dass auch dieses Themenfeld noch völlig ungenügend ausgeleuchtet sei. Zu Galizien speziell, mit der Region, mit der ich mich auch oder zu der ich auch immer noch forsche, eine Region, die mir sehr am Herzen liegt. Auch hier zu Galizien entstehen wichtige Arbeiten. Hier möchte ich natürlich Dietlind Hüchtger vor allen Dingen nennen, mit der ich auch sehr eng zusammengearbeitet habe und auch ihren Aufsatz Erfahrung als politische Kategorie herausgreifen, quasi die Publizistik der Zionistin Ruja Pomeranz. Damit sind wir sozusagen auch beim Thema, das sind wichtige Arbeiten. Ich habe jetzt natürlich nicht nach Israel geschaut, auch da könnte man noch sozusagen Brücken bauen oder die Arbeiten, die wichtig auch für meine Arbeit waren letzten Endes. Wichtig erscheint mir und damit möchte ich sozusagen auch in meine Forschung einsteigen. Die Frauenbewegungsgeschichte um 1900 war das große Thema meiner Doktorarbeit, wo ich natürlich am Beispiel Galiziens mir drei ethnoreligiöse Frauenbewegungen ausgewählt habe, an deren Beispiel ich eben auch aufzeige, wie Frauen sich organisieren, wie sie ihre Vereine strukturieren, wie sie zusammenarbeiten. Und die große These, die ich sozusagen auch in den Raum gestellt habe, ja, es gab nicht nur Konkurrenz, es gab nicht nur eindeutig festschreibbare nationale Geschichten, sondern es gibt davon abgesehen auch kooperative Momente. Und dies sozusagen auch anhand dieser drei Frauenbewegungen abzubilden, war mir ein ganz großes Anliegen. Ja, letzten Endes geht es bei Frauenbewegungsgeschichte um 1900. Und das hat Dietlind Hüchtger natürlich mit ihrem großartigen Buch Geschichte als Performance, politische Bewegung in Galizien um 1900 sehr gut erforscht. Und wir haben, wie gesagt, auch eng zusammengearbeitet. Sie hat es natürlich nochmal auf den Punkt gebracht. Was ich in meiner Arbeit getan habe, ist natürlich, konkrete Frauenvereine, also nicht nur eine komparatistische Arbeit vorzulegen, sondern Frauenvereine konkret zu untersuchen. Und hierbei ist mir eben auch wichtig gewesen,
die jüdischen Frauen in den Mittelpunkt auch zu rücken, weil immer wieder ich in den Werken, die ich gelesen habe, mir immer wieder diese These untergekommen ist, ja, jüdische Frauen haben sich einfach nicht organisiert. Genau, und das wiederum habe ich auch versucht zu widerlegen, also einerseits aufzuzeigen, wie jüdische Frauen in polnischen Frauenvereinen engagiert waren, wie sie allerdings auch ausgeschlossen wurden. Also Antisemitismus spielt natürlich eine große Rolle, ganz klar. Und wichtig war mir aber auch aufzuzeigen, dass sich jüdische Frauen im Sinne natürlich, wenn man diese Schablone nimmt, des Nationalens, auch in der zionistischen Bewegung sehr aktiv waren und man auch von einer zionistischen Frauenbewegung in Galizien sprechen kann. 1908 ist sozusagen eines der wichtigsten Daten. Blicken wir auf die jüdische Frauenvereinsgeschichte in Galizien. Und ich bin im Prinzip auch über Dietlind Hürschgers Forschung auf die Rosa Pomeranz gestoßen, der großen, wenn man so will, Pionierinnen der Frauenvereine, der zionistischen Frauenvereine in Galizien. Aber nicht nur das, sie waren natürlich auch die erste und einzige jüdische Parlamentarierin der Zwischenkriegszeit. Ja, über sie oder mit ihr bin ich dann tatsächlich, und das ist sozusagen dann auch Teil der Arbeit gewesen, auf einen ganz spezifischen Frauenverein gestoßen, den Kołakowicz-Żydowskich. Das möchte ich hier sozusagen auch als Beispiel mit in die Diskussion einbringen, einem Frauenverein, der in Lemberg existierte. Ich habe mich in meiner Doktorarbeit natürlich nur bis zu dem Zeitrahmen 1918 beschäftigt, habe aber festgestellt, okay, die Geschichte des Frauenvereins endet nicht abrupt, sondern sie beginnt auch wieder. Und dieser Frauenverein ist letzten Endes am längsten existierende Frauenverein zwischen 1908 und 1939. Frauenverein, der auch für die polnische Geschichte, polnisch-jüdische Geschichte sehr wichtig ist und natürlich auch für die Region Galizien. Ja, das Thema der Doktorarbeit war irgendwann durch. Die These, die große These, die ich in den Raum gestellt hatte, war tatsächlich, und ich konnte es auch belegen, dass natürlich Frauen über ihre ethno-religiösen Grenzen hinweg zusammengearbeitet haben und die Region geprägt haben. Wir können von einem Feminismus sprechen, der sozusagen sich in allen drei, man es in den Kategorien national sozusagen fasst, einem nationalen Feminismus, der doch viele Gemeinsamkeiten hat, und das ist etwas, was für das ich eben auch plädiere, vergleichende Forschungen, die immer noch notwendig sind und auch für die Zwischenkriegszeit notwendig sind. Und ich denke, dass auch hier beispielsweise die Zusammenarbeit zur deutschen Frauenbewegung ganz essentiell sind. Da weiß Ivona sicherlich noch mehr. Aber auch hier gibt es vielfältige Verflechtungen, wo ich meine, dass die auch noch nicht in Gänze erforscht sind. Ich komme noch zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen hatte, der Frauenverein in Lemberg. Und das ist vielleicht jetzt so der Input auch für die Diskussion. Die Frauenvereinsgeschichte geht bei mir sozusagen noch weiter. Ich habe angeschlossen an die Doktorarbeit und bedingt auch, weil ich mich mehr mit Jewish Studies beschäftigt habe, quasi den jüdischen Frauenverein Kołakowicz-Żydowskich noch näher analysiert, bin in die Zwischenkriegszeit gegangen und habe irgendwann 2015 auch eine persönliche Anfrage bekommen als Expertin für diesen Frauenverein, ob ich denn nicht noch mehr Informationen über den Frauenverein hätte, weil seine Geschichte ist sozusagen bis heute greifbar und aktuell. Und es geht eben konkret auch um israelische Geschichte. So viel vielleicht nur dazu. Es ist eine Arbeit, die tatsächlich nicht abgeschlossen ist, an der ich noch immer arbeite seit 2015. Aber es gibt ein erstes Zwischenergebnis, wenn man so will. In der Studia Judaica ist ein großer Aufsatz erschienen, wo ich sozusagen mich mit der Geschichte des Vereins beschäftige und vor allen Dingen mich mit Biografiegeschichte auseinandersetze. Aber auch da merke, dass es Grenzen gibt, durch den Holocaust natürlich auch bedingt. Quellen fehlen, das auch das erschwert natürlich meine Arbeit, aber auch die anderer Kollegen, Kolleginnen. Was mir eben auch wichtig ist, ist aufzuzeigen, gerade auch zionistische Frauen waren sehr, sehr aktiv in der zionistischen Bewegung und sie haben einen wesentlichen Beitrag auch zur Politisierung, einen wesentlichen Beitrag beigetragen. Und auch was die Emanzipation angeht oder auch den Feminismus im Zionismus, das, was Katrin Steffen schon vor, ich weiß nicht wie viele Jahren sozusagen, aufgedeckt hat, tatsächlich ein Untersuchungsgegenstand ist, der sich eben auch gut anhand meines Vereines aufzeigen lässt. Und zwar insofern, als dass einzelne Mitglieder tatsächlich auch die Stadtpolitik in Lemberg bestimmt haben
und sich für Frauenanliegen eingesetzt haben. Also um das nochmal zusammenzufassen, dieser Frauenverein, der steht eigentlich für Politisierung und Feminismus. Das war mir wichtig, sozusagen auch in der Forschung zu betonen. Aber es ist tatsächlich noch viel Arbeit notwendig. Und das sind Punkte, gerade Feminismus, auch im Vergleich zur ruthenisch-ukrainischen Frauenbewegung oder zur polnischen Frauenbewegung der Zeit, denke ich, gibt es auch viele Brücken bzw. auch Ähnlichkeiten, die noch nicht hinreichend erforscht sind. Und man muss dazu sagen, im Falle dieses Vereins auch die Netzwerke, konkreten Netzwerke nach Israel. Also es ist ja nicht so klar, die Mehrheit dieser Frauen ist sozusagen, wurde im Holocaust getötet. Aber es gibt Frauen, die schon in der Zwischenkriegszeit ausgewandert sind und diese Frauenarbeit mit unterstützt haben. Also als Gegenwartsarbeit nicht, sondern von Israel aus. Und das hat ja auch sozusagen eine Verflechtungsgeschichte und die Frauen haben sozusagen an einem anderen Ort im Sinne des Vereins ja auch gewirkt und es gibt auch Rückwirkungen. Also das sind Dinge, wo ich denke, auch die Netzwerkanalysen sind ganz, ganz wichtig, nicht nur für die Jewish Studies oder für die zionistischen Studien, mit Blick natürlich auf Geschlechtergeschichte. Ich versuche es nochmal ganz kurz zu halten, auch wenn ich jetzt ein bisschen abgeschweift bin, und das vor allen Dingen anhand eben des Vereins jetzt präsentiert habe, aber so meine Diagnose oder Ausblick, den ich gerne geben möchte, ist, und hier möchte ich auch gerne die Worte von Natalia Aleksion aufgreifen, die polnisch-jüdische Geschichte muss definitiv noch aufgearbeitet werden, also auch mit mehr Frauengeschichte im Zentrum und gerade die Bereiche Wirtschaftsgeschichte, Religionsgeschichte sind da noch unterrepräsentiert. Und auch das Thema, welches beispielsweise in der deutsch-jüdischen Geschichte schon gut erforscht ist, zum Beispiel Mischehen polnischer Juden oder Jüdinnen, ist ein Thema, das eben auch in Polen noch wenig bearbeitet ist. Ja, und ich habe schon genannt, jüdische Politik und die Politisierung von Frauen in politischen Bewegungen. Noch immer ein Thema, das nicht abgeschlossen, also mir auch nicht abgeschlossen scheint und tatsächlich nicht nur am Beispiel von Galizien noch aufgearbeitet werden muss, sondern natürlich auch übergreifend in anderen Regionen und Ländern. Was ist noch wichtig? Public History. Definitiv da ist auch mehr zu tun. Ich habe jetzt nur zwei einzelne Beispiele herausgegriffen, wo ich viele, also Potenzial sehe. Und das ist zum einen die Online-Enzyklopädie jüdischer Frauen, Shalvi Hyman-Enzyklopädie jüdischer Frauen, die seit 2021 online ist, wo man sozusagen auch ganz viele polnisch-jüdische Biografien von Frauen findet. Und noch ein anderes schönes Beispiel ist natürlich auch polnisch-jüdische Geschichte, die quasi in die Stadtgeschichte integriert wird. Wenn Sie das Center for Urban Studies in Lviv kennen, dort gibt es sozusagen Lviv interaktiv. Das heißt, man kann digital auch Plätze, Orte oder Persönlichkeiten kennenlernen in der Stadt. Und das sind, finde ich, sehr schöne Beispiele auch für öffentliche Projekte, außerhalb des akademischen Bereichs eine Vielzahl von Menschen auch erreichen können. Ich könnte noch viele Publikationen nennen, die jetzt in letzter Zeit herausgekommen sind. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ich schließe. Ich habe die Zeit sowieso schon wahrscheinlich streng überschritten und würde mich natürlich auch freuen über Fragen beziehungsweise freue mich auch auf die Diskussion. Besten Dank. Vielleicht haben Sie mitbekommen, ich habe es eifrig notiert, sowohl bei Katrin Stoll Präsentation als auch bei Angelique Leschawski-Schwerk. Und es gibt wirklich enorm viele Themen, die wir einfach gemeinsam diskutieren können. Aber eins ist sicher, die Namen von den Namen von den Autorinnen von kanonischen Werken sind schon gefallen. Also es gibt einfach enorm viel in der Forschung gemacht worden. Aber ihr beide habt wirklich die Ausblicke und auch eigene Vorschläge gemacht, was so weiter gemacht werden soll. Es wurde auch über Methoden reflektiert, über die Methoden der jüdischen, der Verflechtung, aber auch über biografische Zugänge. Das ist ja auch ein wichtiger Part der Forschung. Aber auch hat sich in beiden kurzen Statements die Tatsache gezeigt, dass die Prozesse der Implementierung der Ansätze der Geschlechterforschung, der Frauenforschung, der Frauen sichtbar machen, die sind ja schon dekadenlang. Also die dauern schon seit 3, 4, eben 5 Dekaden. Und das ist einfach eben das Thema unserer
unsere Treffen im Rahmen von Klaus-Zerner-Kolloquien. Wie lange dauert das? Was sind die Erträge, bisherige Erträge? Und was können wir machen? Was haben wir, was können wir für Fragen stellen für die Forschung, für die, für uns selbst, aber auch für die nachkommende Generation von Forscherinnen und Forscher? Ich habe gesagt, echt viel Fragen. Aber bevor wir wirklich so eine Diskussionsrunde aufmachen, ich möchte gerne auch das Wort an Ariane Ossar geben. Die ist Mitarbeiterin am Kulturforum Östliches Europa in Potsdam. Und das, was Angelique in dem letzten Satz angesprochen hat, Public History, also diese Sichtbarmachung in der Öffentlichkeit, also quasi von dem Elfenbeintürmchen eine Historikerin, eines Historikers ins, in das Volk, ne, unter Volk zu bringen. Ariane Afsari ist eben die Expertin da drinne. Und Kulturforum hat vor kurzem ein literarisches Reiseführer durch Galizien herausgebracht. Und schauen Sie mal, schon wieder haben wir Galizien als Pass pro Toto für die deutsch-jüdisch-polnische Geschichte, sowohl um 1900, aber auch dann später die Holocaust-Shoah-Geschichte. Ariane Afsari wird kurz über eine konkrete Person, sie wird einfach eine biografische Annäherung uns kurz darstellen. Liebe Ariane, ich gebe dir das Wort. Ja, danke schön, Ivana. Danke auch an meine Vorrednerin, Dr. Stoll und Dr. Leschawski-Schwerk für die sehr interessanten Ausführungen. Wie gesagt, diese Überleitung, ja, hatte ich mir auch gerade gedacht, passt jetzt ganz gut, denn bei der Vorstellung unseres literarischen Reiseführers Galizien auf der Frankfurter Buchmesse in der letzten Woche ist mir wieder bewusst geworden, dass darin im Zusammenhang mit der Stadt Brody, also in Galizien gelegen, eine Frau erwähnt wird, die die deutsch-polnisch-jüdische Verflechtung sehr schillernd widerspiegelt, nämlich Rosa Schapire. Genau, also hier einfach zur Verdeutlichung, hier oben ist Brody in Galizien. Rosa Schapire wird am 9. September 1874 im galizischen Brody geboren, das zu dieser Zeit Teil der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn ist. Die zwischen 1795 und 1918 bestehende österreichisch-russische Grenze liegt rund 7 Kilometer nordöstlich des Stadtgebiets. Schon seit der ersten Teilung Polen-Litauens 1772 trennte das vom Habsburgerreich annektierte Brody eine Grenze von seiner vorerst polnisch gebliebenen Schwesterstadt Radziwiłł. Nach der zweiten Teilung des Landes 1793, an der Österreich nicht beteiligt war, ändert sich daran noch nichts. Als 2 Jahre später die mächtigen Nachbarn Preußen, Österreich und Russland erneut zugriffen und die letzten Gebiete des von Europas Karte nunmehr getilgten Vielvölkerreiches untereinander aufteilten, verlief bei Brody die österreichisch-russische Staatsgrenze. Um ein Stadtbild Brodys zu zeichnen, können wir die Schwester von Rosa Schapire, Anna Schapire, mit einem Zitat aus ihrer 1907 veröffentlichten Novelle »Meine Tante Chane« zu Wort kommen lassen. In der galizischen Handelsstadt gab es gemauerte Häuser und gepflasterte Straßen. Sie hatte viel Verkehr und ihre Bewohner waren sehr aufgeklärt. Es lag wohl manches durcheinander in diesen Köpfen an alter Talmudweisheit und deutschen liberalen Zeitungsphrasen, denn brave, fortschrittliche Männer waren sie und die Revolution von 48 fand viel Begeisterung bei ihnen. Sie taten bloß nicht mit, das schickte sich bei ihnen nicht. Klug waren sie auch und verstanden ihren Vorteil. Erst trieben sie offen Handel mit Russland und als man der Stadt ihre Privilegien nahm und die Freistadt aufhob, organisierten sie den Schmuggel vortrefflich. Es ging zwar nicht mehr so gut wie ehedem, aber dafür konnten sie nichts. Helle Köpfe waren es, in ganz Galizien und noch darüber hinaus in Litauen rühmte man ihren Verstand. Brody war bei der Annexion durch die Habsburger Monarchie die zweitgrößte Stadt Galiziens, übertraf Lemberg in Bezug auf das Handelsvolumen um das Achtfache und sorgte für mehr als die Hälfte des gesamtgalizischen Warenverkehrs. Um diese Rolle nicht durch eine Zollgrenze zu gefährden, genehmigte das der galizische Landesgouverneur 1773 eine Ausnahme, die Brody, wie Anna Schapire es auch im Zitat erwähnt, zur Freihandelszone machte. Ihre Blütezeit erfuhr die Handelsstadt dann um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Doch spätestens nach einem verheerenden Brand 1859, in dessen Folge Kredite für die Reparatur aufgenommen werden mussten, begann der wirtschaftliche Niedergang Brodys. 1879 wurde das Freihandelsprivileg aufgehoben und das ebenfalls von Anna Schapire angedeutete Schmuggelwesen nahm an Bedeutung zu. Der Vater Anselm Schapire war Händler, Agathe Lothringer, seine Frau, Gutsbesitzertochter. Rosa und ihre Schwestern wurden zu Hause unterrichtet und nicht wie der 20 Jahre später als Rosa, also 1894 in Brody geborene Josef Roth, an der wichtigsten Bildungsinstitution Brodys, der 1818 gegründeten und von der jüdischen Gemeinde finanzierten israelitischen Realschule, hier im Bild oben links,
in der immerhin auch 15-20% der Schüler Christen waren. Diese Schule wurde nach 1865 sukzessive zum vollständigen KK-Kronprinz-Rudolf-Gymnasium aufgewertet. Nach 1853 finanzierte die Brodia jüdische Gemeinde auch eine israelitische Haupt- und Mädchenschule, die hinsichtlich der Schülerzahl die größte Schule der Stadt war. Also auch wenn Rosa und ihre Geschwister häuslich unterrichtet wurden, so besteht doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ihre Eltern, vielleicht sogar ihre Großeltern, eine dieser Schulen besuchten. Die Oberschicht der Brodia jüdischen Gemeinde hielt sich damals für aufgeklärt und bekannte sich größtenteils zur Haskalah, auch wenn sie natürlich weiterhin berühmte orthodoxe Rabbiner und Talmudgelehrte hervorbrachte. Herausragender literarischer Verfechter der reformjüdischen Agenda war der 1827 hier geborene deutsch-jüdische Dichter und Sekretär der hiesigen Handels- und Gewerbekammer Leo Herzberg-Frenkel. Im 1898 auf Anregung und Unterstützung des Kronprinzen Rudolf in Wien veröffentlichten 19. Band des monumentalen Werks Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild erwähnt er die fortschrittliche deutsch-israelitische Realschule in Brody und lobt die Bildungs- und Lernbegierde galizischer Juden. Nirgends finden sich so viele Autodidakten und man staunt zuweilen, ein selbst angeeignetes, profundes Wissen zu finden. Natürlich ist es kein systematisches, schulmäßiges Wissen, das sich diese auf sich selbst angewiesenen jungen Leute aneignen, die kaum des Lesens kundig Schiller zur Hand nehmen oder die philosophischen Schriften Mendelssohns oder sogar Kants Kritik der reinen Vernunft studieren. Das erste Buch, nach dem der Autodidakt greift, ist ausnahmslos ein deutsches, bei dem diese Sprache vermöge des jüdisch-deutschen Idioms zugänglicher ist, überdies das Deutsche ihm alles, was europäisch ist, Kultur, Kunst und Fortschritt bedeutet. So Herzberg-Frenkel. Von diesem beredten Zeugnis, davon legt eben auch beredtes Zeugnis Rosa Shapira ab. Während die ärmeren Leute, insbesondere wenn sie dem Hasidismus noch anhingen, sicherlich Jiddisch sprachen, neigte die Oberschicht wohl dazu, wie auch aus dem Zitat Herzberg-Frenkels hervorgeht, ihre Kinder auf Hochdeutsch zu erziehen. Dennoch ist davon auszugehen, dass letztere Jiddisch ebenfalls beherrschten oder es zumindest verstanden. Das gilt sicherlich gleichfalls für die Familie Shapira, auch wenn die Geschwister in ihren Lebensläufen nur das Deutsche, Polnische und Französische erwähnen. Die Shapiras gehörten jedenfalls zu jener sozialen Schicht wohlhabender, deutschsprachiger und überregional vernetzter Kaufleute, die für Brody so typisch war. Die deutsche Sprache hatte hier durch ihre internationalen Handelskontakte und die wichtigen Beziehungen zum politischen Zentrum Wien einen überdurchschnittlich hohen Stellenwert, den sie auch behielt, als in den Jahrzehnten nach 1867 in Galizien zunehmend Polnisch das öffentliche Leben zu dominieren begann. Brodys wirtschaftliche Orientierung nach West und Ost hatte dazu geführt, dass Zu- und Abwanderung ein integraler Bestandteil des städtischen Selbstverständnisses waren. Handelsniederlassungen in Leipzig und Odessa wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht aus Not gegründet, sondern um die eigenen Aufstiegsmöglichkeiten zu verbessern. Es verwundert daher nicht, dass die Shapiras in den 1890er Jahren die Möglichkeit ergriffen, in Hamburg ein besseres Fortkommen zu suchen. Vermutlich bewahrten Rosa und Anne Shapira zeitlebens die Erinnerung an Brody als selbstbewusste jüdische Gemeinde. Brody war ein Zentralort der aschkenasischen Geistesgeschichte und sowohl für die jüdische Orthodoxie als auch für die jüdische Aufklärung in ganz Ostmitteleuropa von enormer Bedeutung. Vielleicht war es auch dieses Selbstverständnis, das dazu führte, dass beide Schwestern auch als assimilierte und sozialdemokratische Jüdinnen niemals zum Christentum übertraten. Rosa Shapira sagte über sich selbst, zum Internationalismus war ich wohl durch Geburt, Erziehung und Lebensschicksal bestimmt. Rosa zeigte sich früh von der zeitgenössischen Kunst begeistert und zog zum Studium der Kunstgeschichte an Orte, die Frauen den Zugang zu Hochschulen ermöglichten. In die Schweiz, nach Leipzig, Berlin und Heidelberg. Als eine der ersten Kunsthistorikerinnen wurde sie in Deutschland promoviert. Bereits 1897 publizierte sie in den sozialistischen Monatsheften den Aufsatz »Ein Wort zur Frauenemanzipation«. Darin distanzierte sie sich von der bürgerlichen Frauenbewegung, die lediglich die Erschließung immer neuer Berufsarten für die Frau, Gütertrennung in der Ehe, Erweiterung der Rechte der Mutter fordere. Sie stellte diesen Forderungen die Lage der proletarischen Frauen gegenüber und erklärte, die Lösung der Frauenfrage ist erst in einer Gesellschaft möglich, in der der Mensch den Beruf und nicht der Beruf den Menschen hat. Als Autorin, Übersetzerin aus dem Französischen und Polnischen sowie Kunstsammlerin stand Shapira der 1905 in Dresden gegründeten expressionistischen Künstlergruppe Die Brücke nahe, deren Mitglieder, vor allem der Grafiker und Maler Karl Schmidt-Rottluff, sie als Kunstkennerin und Mäzenin zu schätzen wussten. 1907 wurde sie passives Mitglied der Brücke. Rosa Shapira hatte nie eine Festanstellung, führte immer ein selbstbestimmtes, finanziell aber häufig prekäres Leben als freie Kunsthistorikerin, stand also nicht im Blick der Öffentlichkeit. Doch ihre Mitgliedschaft im Jüdischen Kulturbund Hamburgs und vor allem ihr leidenschaftliches Engagement für den Expressionismus blieb den Nationalsozialisten nicht verborgen, die ihren Namen unter der Rubrik
Kritiker der Systemzeit auf der Ausstellung Entartete Kunst 1937 aufführten und sie damit auch öffentlich diffamierten. Außerdem war auf der Ausstellung ein Porträt Rosa Shapires von Schmidt-Rottluff zu sehen. Im August 1939 konnte sie nach England emigrieren, mit Hilfe von Fritz Sachsel und Gertrud Bing vom Warburg-Institut, das führende Zentrum für das Studium der Interaktion zwischen Ideen, Bildern und Gesellschaft. Sie nahm aus dem schönsten profanen Raum Hamburgs. In ihrem Zimmer hatte sie alle von Carl Schmidt-Rottluff erworbenen Werke und auch die anderer Expressionisten gesammelt. Großformatige Gemälde, Plastiken, zwei künstlerisch gestaltete Holzkästen, Schmuckarbeiten, eine Grafiksammlung und mehr als 150 Künstlerpostkarten mit nach England. Alle weiteren Gemälde, Kunstgegenstände, ihre Bibliothek und Hausrat wurden in einem Container bei einer Hamburger Transportfirma eingelagert und im September 1941 von der Gestapo beschlagnahmt. Im Oktober desselben Jahres wurde der Inhalt als Judengut in einer amtlichen Auktion versteigert. Es ist ein Wunder, wie Shapire überhaupt etwas von ihrem Besitz retten konnte. Durch zahlreiche Vorschriften und Erlässe wurde versucht, das jüdische Vermögen von auswandernden Juden im Deutschen Reich zu behalten. Ab April 38 mussten Juden ihr Vermögen, auch ihre Kunstgegenstände, bewerten lassen und bei der Finanzbehörde anmelden. Die Mitnahme von Umzugsgut musste ab Dezember 38 behördlich genehmigt werden. Ab dem 1. März 1939 wurden Juden dazu verpflichtet, Schmuckstücke und Edelmetalle, die ihnen gehörten, bei Pfandleihanstalten abzugeben. Ihnen sollte der Materialwert dafür erstattet werden, dies war aber nur selten der Fall. Rosa Shapire besaß mehrere Schmuckstücke, die von Carl Schmidt-Rottluff gestaltet wurden. Diesen Schmuck übergab sie ihrer Freundin, damit dieser nicht an die Behörden fiele. Wann die Schmuckstücke wieder zurück zu Rosa Shapire gelangten, ist unbekannt, aber zu ihrem Todeszeitpunkt besaß sie sie wieder. Generell war der Export von privatem Kunstbesitz kurz zu Beginn des Zweiten Weltkrieges nicht einfach. Rose Shapira hatte anscheinend einen Weg gefunden, die Vorschriften zu umgehen. Die Annahme liegt nahe, dass sie ihre Kunstsammlung auf illegalem Weg aus dem Deutschen Reich exportiert hat. Die Kunstgegenstände zusammen mit Rosa Shapira, die zusammen mit Rosa Shapira nach England kamen, sind weder auf den Prüflisten für Güter, die sie im Hamburger Hafen einlagerte, noch im Verzeichnis ihres Reisegepäcks. Es ist möglich, dass Gustav Del Banco, ein jüdischer Kunsthändler, der schon 1930 nach England emigrierte, Rosa Shapire half. Shapire und Gustav Del Bancos Mutter Elsa, die inzwischen auch in England lebte, hatten ein sehr gutes Verhältnis. Außerdem interessierte sich Gustav Del Banco selbst für die moderne Kunst, vor allem für den Expressionismus. In London wohnte Rosa Shapire zur Untermiete und zog häufig um. Sie schrieb Artikel und lieferte Recherchezuarbeit für andere emigrierte Künstler. Sie konnte in London einige bestehende Netzwerke aktivieren. Zu Ludwig Meidner hatte sie Kontakt in London. Dabei schuf er 1946 Porträtskizzen von ihr, hier auf der rechten Seite. Doch ihr leidenschaftliches Engagement für den Expressionismus fand in England nur wenig Widerhall. Gerade der Expressionismus wurde hier nämlich als genuin deutsch verstanden und deshalb nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit Skepsis betrachtet. Sie war in eine Situation zurückgeworfen, die sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland erlebt hatte, als sie die expressionistische Kunst gegen Widerstände von Museumsdirektoren, Presse und Publikum popularisieren wollte. Trotzdem hielt sie in England weiterhin Vorträge, verlieh Bilder aus ihrer Sammlung, machte Führungen. Erst einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg publizierte sie wieder in englischem Exil, meist in der Kunstzeitschrift Eidos, A Journal of Painting, Sculpture and Design. Wichtig sind vor allem ihre Rezensionen deutscher Kunstbücher, zum Beispiel eine über die Beschlagnahmeaktion Entartete Kunst, die sonst im englischen Raum wohl nicht rezipiert worden wären. Sie übernahm, wie sie es auch selbst sagte, eine kulturelle Mittlerfunktion zwischen Deutschland und England. 1952 bis 1954 war sie London-Korrespondentin der Zeitschrift Weltkunst und verfasste mehr als 30 Ausstellungs- und Buchrezensionen, die sie sich an kunstinteressierte Laien und Sammler wandten. Sie bestückte auch die erste Ausstellung in London zur Moderne mit, so auch die erste über Schmidt-Rottluff in Leicester 1953. Rosa Shapire starb 1954 an einer Herzattacke auf der Freitreppe der Tate Gallery, kurz nach ihrem 79. Geburtstag, an dem sie gesagt hatte, sie möchte keinen Tag länger leben, als sie arbeiten kann. Shapire war bereits in den Jahren des Kaiserreichs und der Weimarer Republik eigentlich gleich mehrfach Minderheit. Als osteuropäische Migrantin, als Jüdin, promovierte Kunsthistorikerin und Unverheiratete, die sich ihren Lebensunterhalt selbst erwirtschaften musste. Oder, wie Sabine Schulze, Herausgeberin eines Sammelbandes über Rosa Shapira und die Expressionisten ausdrückt, Fräulein Dr. Rosa Shapire ist als Frau eine Ausnahmeerscheinung im expressionistischen Milieu. Weder als Muse noch als Modell tätig, hat sie keinen Platz in der erotisch aufgeladenen Arbeitssituation der Wohnateliers. Auch die Rolle der liebend einfühlsamen Ehefrau fällt ihr nicht zu. Sie steht den Künstlern unabhängig und aktiv gegenüber. Sie interpretiert die Kunstwerke der von ihr geschätzten Maler, sucht nach Ausstellungsflächen, Käufern und Mäzen. Berufliches Interesse verwandelt sich in Freundschaft.
Ihr Engagement wird durch Geschenke belohnt. Grafiken, Bilder und Schmuck werden ihr als Anerkennung für ihre Vermittlungsarbeit übergeben, bis sie 1939 eine respektable Sammlung von mehr als 600 Werken besitzt. Vielen Dank. Besten Dank, liebe Ariane, für die Darstellung von Rosa Shapira, die nicht nur Sie, sondern mehrere von unseren Protagonistinnen können wirklich ein illustres Beispiel sein für diese Verflechtung der Geschichte. Katrin hat vor kurzem im Gespräch mit mir über Paula Nirenska gesprochen und hat auch die Rezension zu dem Buch über Paula Nirenska geschrieben. Angelique hat einfach Rosa Melzerova Pomeranz dargestellt, aber ich kann es auch über Helena Rebecca Shapiro wiederum sprechen, eine jüdisch, polnisch und deutsche und dann auch in Großbritannien wirkende Pädagogin. Das sind einfach einzelne Biografien, die einfach zeigen, die diese Verflechtung, kann man das einfach nicht trennen. Da wir gerade in die zweite Phase unseres Treffens übergehen, würde ich gerne das Publikum animieren, uns ein paar Fragen zu stellen, Kommentaren oder eine herzliche, wie soll ich sagen, Zgoda, Albonie Zgoda. Ich weiß es nicht, wie kann ich das auf Deutsch, also eine Zustimmung für unsere Thesen oder eine herzliche Gegenstimmung. Ich habe wirklich ein paar Fragen an euch drei, an euch zwei als Expertinnen. Aber ich sehe schon, Katrin Stoll hebt das Hand und ich gebe dir das Wort gerne. Okay. Ja, vielen Dank. Ich wollte das aufnehmen, was du gesagt hast, und das verbinden. Also du hast ja auch Paula Nirenska erwähnt, die Tänzerin und das Buch. Und das war jetzt bei dem Vortrag auch sehr schön. Über Rosa Shapiro, also dieser für die Frauen in der Zeit Emanzipation durch Kunst, ja, also das ist, glaube ich, das Stichwort, und vielleicht können wir das nochmal ein bisschen vertiefen, also was auch diese, am Ende kam ja raus, dieser Status als mehrfach Minderheit oder Außenseiterin, in dem Fall unverheiratet, osteuropäische Migrantin in Deutschland, und was für eine Stärke und was für ein Mut auch diese Frauen dann brauchten, um so ein selbstbestimmtes Leben zu leben, und auch die Parallele zu Paula Nirenska mit der Emigration nach England in den 30er Jahren, und who knows, also vielleicht haben sie sich sogar gekannt oder getroffen, also das fand ich sehr spannend. Und dann natürlich der Holocaust bricht wieder rein und das, wie Sie das am Ende dann auch dargelegt haben. Genau. Ja, das fand ich auch sehr spannend bei Ihrer Rezension. Die Paula Nirenska war ja dann mit dem Karski verheiratet, und ich meine, der war ja wirklich eine Berühmtheit eigentlich in Polen. Und das hat mich auch ziemlich mitgenommen, dass sie darauf eingegangen ist und auch ja anscheinend unglaublich darunter gelitten hat, obwohl sie noch so aktiv war und ganz schnell eine ganz große Fotografin wurde, weil die eigentlich langweilig war, so habe ich das verstanden. Also ja, dass eigentlich dann diese Heirat ihr so ein bisschen auch den, ja, dieses Aktive genommen hat. Also habe ich nicht richtig verstanden, warum er ihr verboten hat, Tänzerin zu bleiben. Also weil er eine Ehefrau haben wollte, die zu Hause sitzt und nicht mehr ihren Beruf ausübt. Und das ist schon aber auch erstaunlich eben bei Paula, weil sie wirklich ja auch damals gegen die Widerstände ihres Vaters durchgesetzt hat, dass sie tanzt in den 20ern und den 30ern. Und da hat sie sich durchgesetzt, aber bei Karski hat sie das dann nicht geschafft und auch dann, auch katholisch geheiratet und dann auch praktisch ihre jüdische Religion in dem Fall auch dann zurückgestellt, ja, oder verleugnet. Aber ich denke mal, das ist ja ein Schicksal von vielen Protagonistinnen. Das könnte man wirklich
irgendwie mehrere solche Biografien feststellen, Brüchen und mit vielen ganz dramatischen Wendungen in dem linearen Verlauf des gesamten Lebens. Aber das, was Katrin gesagt hat, Emanzipation durch Kunst, ich würde auch dazu sagen, durch Wissenschaft, durch viele andere, eben was Angelique gesagt hat, politische Tätigkeit, dieses Political Agenda, die auch jüdisch-polnische, eben jüdische Polonität, um Katrin Steffen zu zitieren, die Frauen aus der jüdischen Polonität oder die deutsche Bürgerinnen aus dem jüdischen Hause. Ich habe zwei Fragen, die eigentlich naiv und trivial erscheinen, aber ich möchte sie trotzdem stellen. Wie gesagt, wir wollen euch keine fertigen Antworten für die großen Fragen liefern. Ich frage mich, ob es heutzutage Anno Domini 22 eine jüdisch-polnisch-deutsche Geschichte, Geschlechtergeschichte möglich ist. Bezogen auf konkrete Themen wie Holocaust, wie Moderne um 1900 oder aber auch eine Geschichtsschreibung longue durée, also etwas, was vielleicht ein Jahrhundert umfasst. Das ist die eine simple Frage. Und die zweite wäre, welche Themen, welche Methoden und welche Zugänge sind notwendig, um tatsächlich diese Geschichtsschreibung und dieses Mitnehmen von jüdischen Geschichte in die europäische Geschichte mitzunehmen. Und ja, die dritte Frage ist ja auch, aus euren Darstellungen habe ich auch so irgendwie für mich notiert, dass es auch Artefakte in ihrer eigenen Geschichte haben, so wie die Bilder und die gesamte Provenienzforschung, Bücher, Provenienzforschung eben nach dem Zweiten Weltkrieg, die kann man auch in diese deutsch-jüdisch-polnische Geschichte mit einnehmen. Das sind meine Fragen an Katrin und Angelique. Selbstverständlich, pickt euch das, was euch am besten passt. Angelique, würdest du anfangen? Gerne, na klar. Vielleicht zu deiner ersten Frage. Es ist natürlich eine schwierige Frage. Aus meiner Sicht kann man, also ich würde sie einfach beantworten. Ja, tatsächlich, es ist möglich, die Geschlechtergeschichte sozusagen aus mehreren Perspektiven zu schreiben. Aber ich sehe gerade heutzutage, angesichts von erstarkenden nationalistischen Bewegungen auch sozusagen Arbeit an anderer Front, wenn ich es auf den Punkt bringen darf. Also es geht um die Geschlechtergeschichte auch als Ganzes. Und wenn wir es noch nicht mal thematisch runterbrechen, finde ich, muss auch gesellschaftlich viel, viel, viel mehr getan werden. Also ich sehe es nicht nur als Aufgabe der Wissenschaft, ich sehe es auch als Teil der Public History und ich sehe es auch als Teil einer zivilgesellschaftlichen Arbeit. Also du hast es eingangs schon erwähnt, Ivona, dieses seit Jahren, also gibt es ja sozusagen Zugänge, Möglichkeiten, Theorien. Aber ich habe so teilweise den Eindruck, und blicken wir jetzt nur, ich greife jetzt nur Polen heraus, habe ich den Eindruck, da verkehrt sich gerade alles. Oder es ist, also ich frage mich dann immer, wie kann das passieren? Aber das passiert ja nicht nur in Polen. Diese Tendenzen haben wir ja auch in anderen Ländern. Und also ich plädiere auf jeden Fall dafür, dass man natürlich Geschichte oder Geschlechtergeschichte so schreibt, dass sie nicht nur transnational ist, und länderübergreifend, und wenn wir es natürlich jetzt unterbrechen auf die polnisch-jüdische Geschichte und die deutsch-jüdische Geschichte, ja, sie ist möglich, aber es bedarf viel Arbeit und das ist die Arbeit nicht nur von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Gehe ich trotzdem jetzt auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein, dann denke ich, sind natürlich viele Möglichkeiten noch gegeben, was die Methoden und die Zugänge angeht. Ich würde sagen,
aus meiner Perspektive auch vor allen Dingen die Emotionsgeschichte und auch in großen Teilen hat die Gewaltgeschichte, also die Gewaltgeschichte, auch hier, denke ich, sind noch auf jeden Fall ist hier noch Potenzial, um sozusagen mit oder durch die Linse der Geschlechterforschung noch zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Ich plädiere auch dafür, was die Raumforschung angeht, auch hier, es liegen ja feministische Forschungen vor, auch hier sozusagen auch nochmal ein neues Prisma anzulegen und auch hier, was den Special Turn angeht, auch hier sozusagen nochmal neue Perspektiven, die es gibt, auch aufzugreifen oder anzugehen. Mit Blick auf die galizische Geschichte finde ich auch hier, aber in Teilen haben das auch schon Forscherinnen oder Forscher getan, auch hier, ich hatte es auch schon erwähnt, Netzwerkanalysen. Auch hier, ich kann jetzt nur das Beispiel meiner Forschung herausgreifen und die WISO-Organisation beispielsweise herausgreifen, also die Organisation zionistischer Frauen. Auch hier wäre ein Ansatz möglich, global zu schauen, wie haben Zionistinnen zusammengearbeitet in dieser Organisation, wie bildet sich das sozusagen auch regional ab, auch im Falle Galiciens. Also auch hier konkrete Netzwerkanalysen, auch hier gibt es ja neue Ansätze, die sich sicherlich als fruchtbar erweisen. Und deine letzte Frage, auf die ich nochmal eingehen würde, Artefakte, ja, das ist absolut wichtig. Das ist natürlich auch etwas, was viele Museen nicht nur in Deutschland beschäftigt. Also das hat ja sozusagen auch nochmal einen ganz anderen Charakter. Aber ich finde auch auf der Ebene, auf dieser Ebene sind natürlich Möglichkeiten gegeben. Ich denke jetzt natürlich auch wieder nur an mein Feld, aber auch hier sozusagen marginalisierte Geschichte zu präsentieren oder aufzubereiten. Es kommt natürlich darauf an, was für Artefakte vorliegen, aber das, denke ich, setzt auch nochmal neuere, würde ich sagen, auch museumspädagogische Ideen voraus oder auch Zugänge, die gemeinsam im Team nicht nur Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen erarbeiten sollten, sondern tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit Expertinnen auf diesem Gebiet. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Besten Dank. Das war so richtig ein Potpourri an Lösungen, die man so am besten sofort umsetzen möchte. Wenn ich so an die Public History denke oder Museumspädagogik da oder halt einfach raus aus dem Elfenbeintürmchen von uns und raus aus der quasi wissenschaftlichen Hemisphäre rein in die breitere Öffentlichkeit. Katrin, wie siehst du das? Ich würde vielleicht den Punkt aufgreifen der methodischen Zugänge. Also was man, von der Geschlechterperspektive lernen kann, ist ja, dass eine kritische Frauen- und Geschlechtergeschichte relational arbeitet. Ja, also es geht immer darum, Frauen- und Männergruppen, gesellschaftliche Gruppen in Relation zueinander zu analysieren und die Machtbeziehungen und auch eben sowas wie Komplizenschaft, Unterordnung, Marginalisierung von und durch Frauen. Also das hatten wir jetzt auch an dem Beispiel. Und Paula Nirenska da in dem Punkt mit der Ehe mit Karski ist eben dann so eine Form von Unterordnung aufgrund der männlichen Herrschaft und des Patriarchats. Also das hat sie ja, also musste sie irgendwie machen, weil die Verhältnisse so waren, wie sie waren. Ich glaube, da diese methodischen Ansätze sind fruchtbar. Also dieses relationale Denken und auch sowas vielleicht müsste, wir haben jetzt viel über Frauen gesprochen, aber Geschlechtergeschichte heißt ja dann auch so eine Männlichkeitsgeschichte. Und das hat auch Elisa Mailänder in ihrem Aufsatz, den ich anfangs zitierte, sehr schön aufgezeigt. Also was heißt das zum Beispiel für die Gewaltgeschichte des Nationalsozialismus und eben die Frage, warum das so attraktiv war für eine bestimmte Gruppe von Männern, massenhafte Gewalt auszuüben, auch in der Gruppe und diese berühmten Ordinary Men,
bei Browning sind ja Männer, also die alle diejenigen, die Einsatzgruppen, Angehörige und so weiter, die da vor Ort durch Patronen töten, das sind ja alles Männer und das heißt nicht, dass Frauen nicht auch Täterinnen im Nationalsozialismus waren oder sowas, aber diese Frage, was eigentlich vielleicht so Kennzeichen einer spezifischen männlichen Täterschaft sind oder sowas, das könnte, glaube ich, ist, glaube ich, noch zu sehr vernachlässigt worden, auch von dieser ganzen Täterforschung. Also die gehen einfach darüber hinweg, als ob das nicht unwichtig wäre, als ob das nicht wichtig wäre, dass das eben überwiegend Männer waren, die da diesen Massenmord verübt haben. Und und so eine feministische Perspektive, glaube ich, ja, müsste auch immer dann gucken, und Sie hatten das angedeutet, diese Frage der Backlashes und wie werden dann Dinge, die wieder erkämpft worden sind, was zum Beispiel die Selbstbestimmung des weiblichen Körpers angeht und die Autonomie über den eigenen Körper, dass das nicht etwas ist, was einmal, zeigt ja auch wieder der Fall Polen oder jetzt auch die USA, dass das nicht, wenn es einmal erkämpft war, so bleibt, sondern dass es immer wieder die herrschenden Kräfte gibt und bestimmte Institutionen, wie zum Beispiel auch die katholische Kirche, die versuchen, diesen rein privaten Raum, den wir haben, dann zu politisieren oder sowas. Und da fiel mir jetzt eben noch ein, dass es mal apropos vielleicht auch Zukunft dieser Forschungsrichtung, Frauen- und Geschlechtergeschichte oder Gendergeschichte auch in Polen, es gab, glaube ich, mal eine FU, ich weiß nicht mehr, ob das in den 80er waren, also legen Sie mich jetzt nicht auf das Datum fest, also jemand hat ein Drittel seines Lehrdeputats abgegeben, damit er einen Lehrstuhl für Gendergeschichte entstehen konnte. Also so eine Geste eines männlichen Professors, um irgendwie was zu verändern und eine neue Forschungsperspektive einzubringen und dass jetzt vielleicht im Zuge des Backlashs immer mehr dieser Lehrstühle auch abgeschafft werden, ist ja auch zu befürchten, nicht nur in Polen. Und also ich finde, ja, da muss man auch die eigene Forschung dagegen setzt, nur es gehört natürlich auch zu der Position von Frauen und Wissenschaftlerinnen und im Feld, die vielleicht dann auch noch politisch engagiert sind, dass sie auch dann zum Teil mit Nichtrezeption abgestraft werden oder sowas und einfach dann nicht zur Kenntnis genommen werden und dann wieder marginalisiert werden. Besten Dank dafür. Wir sprechen über die lange Prozesse der Etablierung der Geschlechter und erstmal Frauengeschichte, dann auch Geschlechtergeschichte. Wir sprechen darüber, wie man die nationale Binarität, also die nationale Erzählung durchbricht, wie die Binarität durchbrechen kann. Die ganze Kategorien dekonstruieren, aber trotzdem versuchen so eine konkrete Geschichte zu erzählen. Und in dem, was ich von euch gehört habe, bringe ich auf den Punkt, um gerade auch nach wie vor Anno Domini 22 Frauen- und Geschlechtergeschichte zu betreiben, braucht man wirklich Geld und Ressourcen. Und das glaube ich, so wie es Katrin kurz erwähnt hat, das ist langsam am Absterben die Ressourcen. Das beste Beispiel dafür ist diese Umbenennung der Geschlechtergeschichte oder Gender History an der Universität Jena. Und es wird in ein paar Jahre 2025, glaube ich, als Digital Humanities Lehrstuhl umbenannt. Das heißt, die Professur für Geschlechtergeschichte von Gisela Metteler wird sozusagen dicht gemacht und daraus entstehen Digital Humanities. Das heißt, man braucht tatsächlich politische Agenda und auch diejenige, die einfach der Frauen- und Geschlechterforschung wohl besonnen sind. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die seit
eh und je erzählt wird. Ressourcen und Gelder und Institutionen, die einfach es zusagen, zu erlauben, gerade solche Forschung zu betreiben. Haben unsere Referentinnen, haben unsere Panelistinnen weitere Themen oder Kontroversen? Ich würde gerne noch mal nachfragen. Und zwar habe ich mich bei der Vorbereitung auf das Geoffrey heute, bin ich auf Bücher gestoßen, die weibliche Rolle beim jüdischen Widerstand beleuchten. Und das fand ich wirklich sehr interessant, weil anscheinend gerade da bei dem Ghettoaufstand waren es wirklich hauptsächlich Frauen, die Zuträgerarbeit gemacht haben, die für den Informationsfluss an den Fronten gesorgt haben. Und da habe ich mich gefragt, also das ist ja eigentlich auch was dann diese Nationalität wieder aufbrechen könnte, wenn man es eher aus der Geschlechtergeschichte sieht. Ich weiß nicht, ob diese Einschätzung irgendwie ihre Zustimmung findet, aber für mich war das irgendwie ein sehr, sehr schöner Ansatz, jetzt nicht nach der Nation zu gucken oder nach wer da mitgearbeitet hat, sondern wie Frauen organisiert waren und eben geholfen haben, diesen Widerstand zu unterstützen. Vielleicht kann ich kurz anfangen. Katrin ist sicherlich dann noch mehr die Expertin, was die Holocaust-Geschichte angeht. Aber ich finde es gut, was Ariane Afsari hier auch sozusagen mit in die Runde gibt, weil eben abseits dieses Nationalen auch zu schauen, nicht nur wie Frauen sich organisiert haben, sondern wie Frauen auch, und hier sind wir vielleicht auch an einem Punkt, ja, wie Frauen auch aktiv ja, mitgewirkt haben in Kämpfen oder um sich zu verteidigen oder Widerstand zu leisten. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was tatsächlich, also ich kann es jetzt nur am Beispiel Galiziens auch wieder aufgreifen, aber auch hier hätte man sozusagen eine schöne Möglichkeit des Vergleiches, ne? Weil es gab auch in der Geschichte ukrainischen Widerstand, es gab auch polnischen Widerstand. Das wäre natürlich auch eine Ebene, wo ich sagen würde, das ist natürlich etwas für die Geschlechtergeschichte, um das nochmal näher zu analysieren, zu konkretisieren. Und ich glaube auch, in der jüdischen Geschichte selbst ist tatsächlich dieser jüdische Widerstand, der ja aktiv gewesen ist und eben nicht passiv, dass das auch noch so ein Moment ist, wo zum Tragen kommt, ja, Frauen waren ebenso aktiv wie die Männer. Also auch nochmal so eine ganz andere Ebene. Aber ich würde auch dafür plädieren, wie es Ariane Afsari tatsächlich vorschlägt, da über das Nationale hinaus auch nochmal zu schauen, welche Implikationen das tatsächlich auch durch die Geschlechtergeschichte noch bekommen kann. Also ich glaube, auch hier sind noch weitere Forschungen notwendig. Ja, als Theoretikerin würde ich erstmal wieder die Frage stellen, was ist jüdischer Widerstand? Also der jüdischer Widerstand ist erstmal dann im Holocaust schon, also wenn man, also der Überlebenswille, wenn man sich dem Plan der Deutschen, alle von ihnen als Juden kategorisierten Menschen unterschiedslos zu ermorden, wenn man sich diesem Plan widersetzt und versucht zu überleben, ist das schon ein Akt des Widerstands, und das unterschied zum Beispiel eben den jüdischen Widerstand von anderem Widerstand. Also Yehuda Bauer hat mal definiert jüdischen Widerstand als, Zitat, jede Form der Gruppenaktion, die bewusst als Opposition gegen bekannte oder mutmaßlich gegen Juden gerichtete Gesetze, Aktionen oder Absichten der Deutschen und ihrer Helfer unternommen wurde. Dann hat er aber dann in einem späteren Aufsatz kritisiert, dass individuelle Widerstandsakte da nicht vorkommen, hat dann eine weitere Definition noch verwendet, und das Konzept der Amida eingeführt. Ich weiß nicht, ob das jemandem bekannt ist. Er schreibt selber, das sei schwierig zu übersetzen. Es meint so etwas wie sich gegen jemanden erheben, standzuhalten. Und dazu gehört für ihn eben auch bewaffneter und unbewaffneter Widerstand. Also, und wenn man jetzt da würde ich jetzt auch nicht nur an Frauen denken, sondern sehr wichtig waren zum Beispiel Kinder für das Warschauer Ghetto, die Lebensmittel geschmuggelt haben ins Warschauer Ghetto. Also das war eine der Hauptquelle der Versorgung. Also das kann man da jetzt nicht nur dann vielleicht aus dieser weiblichen Perspektive sehen, sondern müsste das noch weiter dann anschauen. Und genau diese ganzen, auch natürlich in den Ghettos selber, also dass Kinder unterrichtet werden und kulturelle, pädagogische Aktivitäten und so weiter, oder Onek Shabbat
ist auch eine Form jüdischen Widerstands. Also, und da natürlich kann man dann auch nochmal gucken, welche Rolle haben zum Beispiel Frauen gespielt bei Oneg Shabbat, und warum vielleicht sind die nicht so präsent und wie andere, die um Emanuel Ringelblum Dokumente gesammelt haben und die Verbrechen dokumentiert haben und so weiter. Also ich denke, ja, da ist noch viel zu erforschen. Besten Dank. Ariane, möchtest du noch? Ich frage auch unsere Kollegen, die den technischen, die technische Unterstützung leistet, ob sich da Fragen bei Facebook, ob da Fragen auch bei Facebook sind, weil hier so bei der Fragen und Antworten gibt es keine. Ariane, möchtest du noch was fragen, in den Raum stellen? Dann würde ich aufgrund der fortgeschrittenen Abendstunde kurz resümieren wollen. Und zwar, das ist einfach ein Resümee, der aus einem Satz besteht. Wir benötigen noch mehr Forschungen, noch mehr Reflexion innerhalb der Historikerzunft, aber auch vor allem außerhalb der Zunft. Wir brauchen auch Ressourcen, wir brauchen Nachwuchsforscherinnen, die sich mit konkreten Fragen Grundlagenforschung auch beschäftigen, aber auch schöne theoretische Rahmungen erarbeiten. So dass wir tatsächlich diese Prozesse aktiv sehen, dass man tatsächlich die Prozesse beeinflussen kann und nicht wieder, dass die 50 Jahre Frauen- und Geschlechtergeschichte, darunter auch die jüdische Geschichte, jüdische Frauengeschichte irgendwie am Aussterben ist, was es momentan nicht selten der Fall ist, wenn ich so milde sagen darf. Ich danke unseren Panelistinnen Dr. Katrin Stoll in Jena und Dr. Angelique Lipschafsky-Schwerk in Dresden. Ich danke Ariane Afsari aus Potsdam für die Beiträge, für die Reflexion und tatsächlich Ausblicke. Ich danke meine Kollegin Agnieszka Sawatzka für die technische Unterstützung. Und last but not least, ich danke meinem minderjährigen persönlichen Assistent, der ausgehalten hat. Vielen herzlichen Dank für die inspirierende Stunde, die über auch schwierige Themen und Fragen handelte. Und ich hoffe, wir bleiben am Werk, wir bleiben am Ball, sowohl wenn es um die Popularisierung geht, aber auch wenn es um die Erforschung, Eruierung der jüdisch-polnisch-deutschen Geschlechtergeschichte in Mitteleuropa. Ihnen einen herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Zuschauen. Besten Dank, einen schönen Abend noch.